Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skylanders Ring of Heroes Wochenrückblick. Vorweg möchte ich mal gleich sagen, was eigentlich passiert letzte Woche, als ich das Video zur Vorschau rausgebracht habe. Ich muss gestehen, ich habe vielleicht etwas überzogen reagiert. Einige Viewer haben gleich die Chance genutzt, um mir da einige Breitseiten zu verpassen. Was ziemlich heftig war, denn einige Kommentare gingen so weit, dass sie persönlich wurden. Also ich wurde richtig hart beleidigt und bei einigen, oder zumindest bei einem war es halt, aber mehrere haben mich beleidigt. Und bei einem, der ging sogar so weit, mir sogar mit Gewalt zu drohen. Und ich meine, Leute, das geht echt zu weit. Ja, ich habe nur meine Meinung zum letzten Video gesagt. Ich habe das etwas stark kritisiert. Und ich meine, es ist immer noch meine Entscheidung, meine Meinung. Wenn ihr halt anderer Meinung seid, okay, kann ich mit leben. Aber mir da zu drohen, mich zu beleidigen, ich meine, Leute, was soll das? Echt jetzt. Ich kann zugeben, ja, ich habe etwas überzogen reagiert. Ich habe da wirklich krass viel geflamed, gebe ich zu. Aber da so hart zu beleidigen. Selbst auf dem offiziellen Discord-Server ging es dann los, dass ich da mich sogar rechtfertigen musste für meine Meinung. Ich musste es wieder begründen, wieso, weshalb, warum ich das gesagt habe. Ich meine, klar, ich hätte meine Wortwahl vielleicht etwas gewählter wählen können. Aber ja, ich werde versuchen, in Zukunft meine Wortwahl nicht so vulgär auszudrücken. Einige sind da wohl etwas zu sensibel und fühlen sich da irgendwie persönlich gleich angegriffen, wenn ich meine Meinung dazu äußere zum Spiel, ja, fühlen sich andere da direkt persönlich angegriffen und ich versuche auf jeden Fall in Zukunft mich da ein bisschen zurückzuhalten. Ich werde weiterhin das Spiel kritisieren, wenn es halt was zu kritisieren gibt. Also ich meine, ich werde da nichts schön reden, wenn ich etwas kacke finde, dann sage ich das halt auch, ne, also und das ist halt immer noch und ich denke mal, viele haben das Video auch nicht zu Ende geschaut, denn ich habe immer wieder, auch in Discord wurde mir halt immer wieder gesagt, guck doch erstmal, wie das Game wird. Und ich denke mal, die meisten haben es einfach nicht zu Ende geguckt, denn ich sage so ziemlich zum Schluss beim letzten Video noch, dass ich mir natürlich weiterhin erstmal angucken werde. Ich gucke, was für Auswirkungen dieses Update auf das Spiel haben wird, ob das halt so eintreffen wird, wie ich es gesagt habe. Und wenn es halt nicht so eintrifft, dann spielst du natürlich weiter, keine Frage. Es könnte der Grund sein, warum ich aufhöre, warum es keinen Spaß mehr machen könnte. Aber nicht, dass es halt direkt kacke ist oder dass ich direkt aufhören werde. Davon war nie die Rede. Aber direkt natürlich kritisieren, dann muss ich geflamed werden. Aber ja, das sind halt Leute, die halt nicht zu Ende denken können. Also da habe ich wohl richtig krassen Shitstorm losgelassen. Von daher, ich muss auch so weit gehen, dass ich die Bewertung auch ausschalten musste, beziehungsweise halt, dass ihr es halt nicht mehr sehen könnt, weil da ist irgendwie das Affensyndrom losgegangen. Sobald irgendwer mehrere gedisliked haben, mussten alle anderen auch direkt disliken. Also da habe ich einige Dislikes eingefahren. Ich kann mit Dislikes umgehen, ich kann damit leben, aber für sowas Dislikes zu bekommen, ich weiß nicht mal, also klar, die meisten haben einfach meine Meinung kritisiert, aber gut, ich möchte auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ich habe jetzt knapp 4 Minuten darauf jetzt umgehackt. Wie gesagt, Leute, es war meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, okay, kann ich mitleben. Aber ihr könnt doch nicht meine Meinung da kritisieren. Wenn ihr anderer Meinung seid, okay, dann kann man darüber diskutieren, ja. Aber sachlich, wirklich sachlich darüber diskutieren und nicht mich da beleidigen oder mir halt mit Gewalt drohen, nur weil ihr anderer Meinung seid. Also ganz ehrlich, da kann ich mir nur in den Kopf fassen. So. Jetzt endlich zum Wochenrückblick. Wie ihr seht, habe ich hier ein paar weitere Statuen auf meiner Insel gebaut. Ich habe mich dazu entschieden, meine ganzen Gildenpunkte, ich habe jetzt noch ein paar 12.500, habe ich mich dazu entschieden, jetzt einfach mal die ganzen Statuen hinzuklären, denn beim Gildenshop gibt es ja nur, in Anführungsstrichen, die ganzen Skylanders, die man hier holen kann. Und ich dachte mir, nö. Ich werde meine Punkte dafür jetzt nicht ausgeben und es gibt halt nur die ganzen anderen Statuen dafür und deswegen sagte ich mir, okay, ich habe mir jetzt einfach alle Statuen hingeklatscht, also ich hatte gut ein paar Punkte, ich hatte glaube ich, lass mich lügen, 26.000 Punkte mittlerweile und als erstes werde ich, nicht wieder oben,
meine Status Lebens hochhauen. Nee, ich will nicht bearbeiten. Ich will da upgraden. Mir fehlen jetzt ein paar Essenzen. Da werde ich heute noch ein bisschen farmen. Allgemein, weil ich auch für mein Stealth-Elf ein bisschen was brauche, um die bald abzugraden, aufwerten. Hier fehlen mir nämlich auch ein paar mittlere Dinge. Denn ich kann sie jetzt schon auf plus 3 machen. Das kann ich jetzt nicht, da, wie gesagt, mir die Essenzen fehlen. Und Leben werde ich als nächstes hochhauen. Auf 3 kann ich sie auf jeden Fall hochhauen. Stufe 4 kostet dann 14.000, was dann ein bisschen dauern wird. Aber ja, das wird so mein Ziel für die nächsten Wochen, Monate, die ganzen Statuen nach und nach hochzuhauen. Denn durch Halle des Chaos, was ich gleich mal direkt zeigen kann, bin ich Level 15. Aber bei einem Extrem Dungeon kann man nach und nach die Skylander rausholen, die man favorisieren möchte. Unter anderem natürlich die ganzen Netfives. Ich werde mal unten in die Kommentare einen Discord-Server verlinken. Da könnt ihr persönlich eure ganzen Skylander posten. Solltet ihr Netfours oder Netfives, auch Nettrees, also Crypt King jetzt zum Beispiel hier als Beispiel, solltet ihr einen Dungeon offen haben, geht einfach auf den Server, postet es da oder sucht da selber nach euren Dungeon, die ihr haben wollt. Zurzeit ist da ein bisschen wenig los, was ich ein bisschen schade finde. Die Idee dahinter ist natürlich sehr cool, aber umso mehr Leute da reinkommen und ihre Sachen posten und so, denke ich mal, animiert andere Leute dazu, ebenfalls ihre Dungeon da zu posten. Ich habe das jetzt auch einmal gemacht mit Like Flashwing, seitdem habe ich kein... Ach doch, Like Hex hatte ich einmal, aber das war heute Nacht, das hatte ich jetzt nicht gepostet. Sonst hatte ich keine weiteren Extreme Dungeon. Ich habe irgendwie total Pech mit den Extreme Dungeon. Ich öffne so gut wie keine Extreme Dungeon. Ich habe jetzt schon so oft Standard Dungeon hier aufgemacht, aber Extreme Dungeon, ne, richtig, richtig mies bei mir. Ja, Level 15 habe ich natürlich jetzt nicht so viel davon. Ein Tag noch, dann ist wieder zurückgesetzt. Aber so circa, sag ich mal, 2 Wochen dauert das. Also bei mir hat es jetzt circa 2 Wochen gedauert, auf Level 15 zu kommen. Vielleicht sind da andere ein bisschen schneller. Ich nicht. Und also hat man 2 Wochen circa, wo man hier Extreme Dungeon in der dritten Runde ein bisschen weiterkommen kann. Es gibt einige, weiß ich, die können die dritte Runde oder allgemein Extreme Dungeon schon finishen. Finde ich ziemlich cool, dass da einige richtig hart, ja, rein hardcore, würde ich sagen. So, das zu Halle des Chaos, Level 15, aber ja gut, ne, ist jetzt nichts Besonderes. Duell. Oh, Arena habe ich ein bisschen reingeschissen. Letzte Nacht wurde ich darauf hingewiesen, weil wir noch am Stream waren. Oder ich war am Stream. Und da wurde ich im Stream noch darauf hingewiesen: Ey, Doki, du solltest vielleicht mal noch Arena machen. Denn ich habe das ein bisschen vernachlässigt gestern. Und wie ihr seht, ich bin nur Platz zu Net 6 geworden. Ich bin nicht mal in die Top 100 reingekommen. Ich habe zwar ebenfalls an die 6100 Punkte gehabt. Und letzte Woche hatte das ja sogar für die Top 50 gereicht. Und es wird von Woche zu Woche immer mehr Punkte, die man braucht. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also, weil man wird ja immer auf 1900 Punkte wieder zurückgestuft. Ich meine, wo holen sich die anderen die Punkte her? Ich bin ja immer nur Nachzügler. Ich bin ja immer so einer, der in der Arena, kann ich ja mal eben zeigen, wenn ich hier Duell mache, ich bin immer eine Arena, der die letzten 3 in der Liste immer weghaut, weil man dadurch die meisten Punkte kassiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiter oben jetzt hier irgendwen weghauen würde, so Legend zum Beispiel, der hat weniger Punkte als ich. Wenn ich jetzt beispielsweise gegen ihn verlieren würde, dann wäre, dann würde ich viel mehr Punkte verlieren, als ich halt mit einem Win hier unten bekommen würde. Deswegen mache ich nur hier unten, hab dann die Chance, mehr Punkte zu bekommen. Und wenn ich verliere, dann verliere ich halt nicht allzu viele Punkte. Also hier bin ich immer nur der Nachzügler. Wie ihr seht, ich bin jetzt auch aktuell Rang... Also ich habe heute noch nicht viel gemacht. Ich bin nur jetzt knapp 300. Aber wenn ich die Woche ein bisschen aktiver wieder spiele, komme ich ein bisschen höher. Kann ich auch mal kurz zeigen. Weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier taugt, den hier mal ein bisschen wegzuboxen. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Wir machen einfach mal einen Arena-Kampf. Das ist halt mein Team. Also ich zeige auch einfach mal, wie ich mit dem Team jetzt hier kämpfe. Eigentlich ist das recht simpel. Ich greife mit Kaboom als erstes an, mit dem AOE. Jetzt muss man kurz gucken, hier oben, ob der Auto an ist. Nein, ist nicht so. Wir gehen da und da, fokussen jetzt Boomer. Boomer ist immer so der Stärkste gerade. Ja, ein bisschen mies, dass meine Elfe jetzt nicht gekrittet hat. Aber, ja, sollte auf jeden Fall safe sein. So, Boomer und Kaboom sind weg. Und, ja, sein Kingpin hält jetzt auch nicht so viel aus. Also, eigentlich... Wenn Boomer nicht drinne ist und Stealth Elf zum Beispiel drinne ist, dann fokus ich auch gerne Stealth Elf, aber
Boomer ist immer so der erste, den ich fokusse, damit mein Kaboom etwas länger überlebt. Ansonsten heißt Self-Elf fokussen und ja, alle anderen werden mit AOEs eigentlich immer weggehauen oder durch die Bomben halt. Da macht Boomer und Kaboom dann ihren Job. Ich habe jetzt nicht so viele Punkte bekommen, weil ich mehr Punkte hatte als der Spieler. Was wir jetzt machen können, ist einfach mal direkt hier zu refreshen. Und wenn wir dann mal gucken, jetzt sehen wir hier 98, 110. Also die haben halt wieder mehr Punkte als ich. Ich habe jetzt 89, ne, 2089 Punkte hier, wie man hier hier rechts sieht. Und würde halt hier wieder mehr Punkte bekommen. Aber wenn ich jetzt hier oben zum Beispiel kämpfen würde, hier würde ich halt wieder viel mehr Punkte verlieren. Deswegen mache ich immer nur die letzten drei. Solltet ihr vielleicht auch machen. Also immer nur die letzten drei machen. So bin ich halt nur der Nachzügler. Alle anderen holen sich ihre Punkte vorher schon. Ich bin der Nachzügler, hole mir die ganzen Punkte nach. Aber wie gesagt, es wird von Mal zu Mal immer mehr. Also man braucht immer mehr Punkte. Keine Ahnung, woran das liegt. Mittlerweile waren es 6.000. Ich glaube, die ersten haben um die 6.500 Punkte gehabt oder so. Also die Erstplatzierten. War schon ziemlich heftig. So, Gilde. Da waren wir letzte Woche tatsächlich ziemlich gut dabei. Rang 27, das ist das Höchste, was wir jetzt bisher geschafft haben. Ziemlich cool, wir haben auch die 10 Mio geknackt. Also sogar ziemlich doll. Wir sind auf dem Weg zu 11 Millionen gewesen. Und Venox, warte, ich habe mir das aufgeschrieben. Er hatte, jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wo habe ich das auf meinen Zettel hier über gekritzelt? Da. Er hatte 567.000 Damage. Wieder MVP. Letzte Woche war er ebenfalls MVP. Ich habe ein bisschen reingeschissen. Ich hatte nur knapp 400.000. Ich hatte nämlich viel ausprobiert. Deswegen gleich auch Entschuldigung als Zug. Zug habe ich nämlich erweckt. Das habe ich jetzt ohne Video gemacht. Denn ich habe ihn bei Gulpa ausprobiert. Denn ich hatte ja gesagt, Gulpa hatte mit seinen Skills ja ziemlich coole Skills, die bei Gulpa gut funktionieren. Allerdings habe ich da ein bisschen verkackt. Den Stören habe ich nicht richtig raufbekommen. Und den Skill habe ich irgendwie auf Gulpa gefeuert, obwohl der eigentlich auf das Fass sollte. Denn wenn das Fass draußen war, habe ich das natürlich direkt gefokust. Habe dann aber irgendwie verpeilt, dass Foodfight direkt vorher dran war oder Stealth Elf noch vorher dran war. Unten in der Leiste. Also unten wird ja immer angezeigt, wer als erstes dran ist. Und auf einmal hat Foodfight oder Stealth auf einmal das Fass kaputt gemacht und nicht Zug und habe meine drei Mana nicht zurückbekommen und. Also da ist einiges schief gelaufen, weshalb ich bei Gulpa nur 77.000 gemacht habe, während andere da über 100.000 gemacht haben. Also da muss ich demnächst auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen. Ansonsten habe ich auch so einiges verkackt, indem ich einfach bei einigen die First Turn zum Beispiel im Automodus laufen lassen habe, hat dann verkackt, irgendwie erst die Bomben drauf zu machen oder das einiges schief gelaufen diese Woche auf jeden Fall beim Gildenboss. Und ich hoffe, dass ich diese Woche da ein bisschen aufmerksamer bin. Aber ja, top, also Rang 27, sind gut dabei gewesen. Schauen wir mal, wie wir diese Woche abschneiden. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar mal die 11 Mio diesmal knacken. Ja, sollte eigentlich drin sein. Wir steigern uns ja von Woche zu Woche. Wir schreiben auch bei uns auf dem Discord, also klar, alles immer geheim, das seht ihr jetzt nicht, aber wir schreiben bei uns auf Discord immer Teams noch in den Channel, was man benutzen kann, und so hat dann halt jeder die Möglichkeit, das nachzubauen und da ebenfalls ein paar Punkte zu machen. Bei Talente, Abenteuertalente, bin ich bei Feuer schon auf Level 18, sagte ja, Max Level ist Level 20, ich brauche jetzt auch nur 6 Steine, dann kann ich schon auf 19 machen und danach denke ich mal, braucht man hier auch schon so ein Legendary. Also ein Hoch-Essenz, um das auf 20 zu machen. Und ich denke mal, das wird dann, weiß nicht, 18, vielleicht sogar 20 Würfel kosten. Bin mir nicht sicher, aber das werden wir ja dann sehen. Schade, dass ich das noch nicht zeigen kann, aber ja. Bei Feuer habe ich das jetzt fast auf Max. Habe ich ja gesagt schon, dass ich das jetzt hochhaue, um demnächst dann den 10er-Dungeon, also hier Beast 10, mit meinem Feuermonster. Na, lass mal kurz rauf. Das habe ich vorher mit meinen ganzen Feuermonster zu machen. Team wird immer noch, oder ist halt geplant, immer noch mit Smaller Dash. Auf die kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mit Blast Zone. Und mit Kaboom. So, das ist eigentlich das Team, was ich geplant habe. Eventuell, und das kann ich mal kurz zeigen, nämlich den Jet Pepper habe ich ebenfalls schon ein bisschen hochgehauen. Der ist jetzt auf 4 Sterne, der brauche ich ein bisschen, dann kann ich ihn auf 5 Sterne machen. Ich versuche es mit Chef Pepper. Mal gucken, ob das funktioniert. Den werde ich eben nicht auch skillen. Wie gesagt, den habe ich jetzt so gehauen. Ich kann den jetzt nicht entwickeln. Der fehlt mir jetzt noch 20 Stück. Sprich 4. Viermal muss ich noch bei einem normalen Dungeon farmen. Heute habe ich schon alles aufgebraucht. Aber morgen kann ich den dann zumindest schon auf 5 Sterne machen. Und hoffentlich auch auf Max. Und den ersten Skill werde ich auch auf Level 3 hier leveln. Der kriegt dann nochmal eine extra Explosion. Sprich, dass er
zwei Bomben auf einen Gegner raufhaut. Ob es nun ein Boss ist oder auf einen anderen Gegner, ist ja egal, ne? Aber er haut zwei Bomben raus. Wenn man schaut, er hat jetzt schon 2200 Attack. Ich denke mal, wenn er nachher auf Level 70 ist, hat er so circa 3000 bis 3500 Attack. Das ist schon eine gute Menge. Nur wichtig ist halt, dass er auch dann überlebt. Aber da er auch Ele Vorteil hat dann bei dem Dungeon, denke ich mal, dass er schon ein, zwei Hits aushalten wird. Weshalb ich denn den hier auch einmal skillen werde. Nicht jetzt, aber werden wir dann sehen. Also ich muss es erst ausprobieren, ob der wirklich was aushält dann in den Dungeon. Und dann dementsprechend nach den Erfahrungswerten werde ich das dann hier skillen. Aber das werde ich definitiv auf Level 3 skillen. Denn selbst wenn er nicht im Dungeon, im Beast Dungeon erfolgreich sein wird, wird er in anderen Content Möglichkeiten halt haben, um halt da zu glänzen und die Explosion drauf zu hauen. Unter anderem im halt hier im Extrem Dungeon zum Beispiel, da kann ich ihn halt benutzen. Heiler ist da meist dann eh, also Brokkoli ist da, weiß ich nicht, ist da nicht so geil meistens, weil der Blutungsschaden dadurch nicht entfernt wird und. Also da werde ich dann eher andere Heiler mitnehmen, wie Raven zum Beispiel, der die Debuffs runterhaut, oder Light Jet weg, wenn ich den mal gebaut habe, so als aktiven Heiler dann mitnehmen. Und da kann ich dann Chef Pepper zum Beispiel mitnehmen, der dann halt nochmal extra Schaden raushaut. Aber das sind halt alles nur so gerade Gedanken, die mir dann einfach mal durch den Kopf schießen. Ja, Smaller Dash hatte ich ja, bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon gezeigt hatte. Da hatte ich den zweiten Skill ja schon auf Max gemacht und hat eine Sofort-Explosion. Allerdings hatte ich den einmal ausprobiert, auch im Gildenboss. Bin mir gar nicht sicher, gegen wen das war. Ich glaube, das war der Dreamcatcher, wo ich es ausprobiert hatte. Und hatte mich dann gewundert, die Bomben explodieren gar nicht sofort. Und dann hatte ich Smaller Dash noch ein bisschen so rumgetestet. Und der Skill hier braucht tatsächlich auch Effektgenauigkeit. So, die hat jetzt so schon Base 80, das ist schon relativ hoch. Ich glaube, 70 und so weiter ist bei den anderen Standard 75, bei dir kann es jetzt nicht in Base, bei dir sehe ich auch nicht Base. Wobei ich das ja ausrechnen kann. Ja, 70 wäre es hier. Hier ist auch 70. Also hier ist sogar nur 50. Also 80 ist schon relativ hoch. Und ich denke mal, das müssen wir dann auch auf 110, 120 am besten bringen, sodass die Bomben beim Boss, also das ist halt wichtig, dass beim Boss die Bomben dann instant explodieren. Aber ja, schauen wir mal. So, wir haben natürlich auch jetzt genug, damit wir sie erwecken können. Das machen wir auch in dem Video. Oh, da habe ich mich ja tierisch gefreut letztes Mal, als wir da so viele Smaller Dash Stücke rausbekommen haben. Und ich hatte ja gesagt, beim nächsten Wochenrückblick erwecken wir sie dann auch endlich. Zack, da haben wir sie. Guckt euch die gute an. Ich finde das Artwork auch ziemlich geil, richtig gut gelungen. Ich mag sie sehr, ist so mit meinem Lieblings-Galaner geworden. Bei Blaston haben wir jetzt auch schon gut was zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Stücke her hatte, weil ich hatte mir ja ausgerechnet, viel länger zu brauchen, um den zu erwecken. Aber das ist nicht mal mehr ein Monat. Und ich könnte auch schon wieder Omni-Gems jetzt hier hinzufügen. Also es ist nicht mal mehr ein Monat, dass ich, also was ich brauche, um den zu erwecken. Und wenn die dann alle erweckt sind, werde ich sie auch endlich benutzen. Also Blaston muss leider erweckt sein, weil ich sonst die erste Welle nicht schnell genug down bekomme. Das ist halt wichtig, dass das hier auf, weil das ist ja nur auf einen Gegner, das ist ein Single Target und das wird dann ein AOE. Das ist halt wichtig. Das brauche ich und dann gehe ich auch mit dem Team rein. Also dauert auch gar nicht mehr so lange und Ende diesen Monats, beziehungsweise Ende Monats, also Mai dann, ne? Also ist sozusagen eigentlich auch gleich ein Monatsrückblick, können wir jetzt auch nochmal gleich zurückgehen. Das ist eigentlich ein Wochen- und Monatsrückblick, weil nächste Woche ist dann ja schon ein paar Tage vergangen, einen neuen Monat und morgen ist ja schon der 30. also Ende des Monats. Können wir also gleich nochmal darauf eingehen, was diesen Monat so alles passiert ist noch. Aber ja, so, also Ende nächsten Monats, sagen wir es so, also Ende Mai möchte ich dann mindestens schon mein Auto-Team für B10 haben. Ob das nun Blaston, Smaller Dash und Kaboom sein wird, ob das nun safe funktionieren wird, das werden wir sehen. Das muss ich noch ausprobieren. Muss ich auch noch aktive Runen farmen. Und jetzt wollen wir kurz rumgehen. Wir hatten ja gesagt, wir farmen Lightning Road und Ninjini. Wo haben wir sie denn überhaupt? Ninjini. Da. Und die habe ich jetzt noch nicht aufgewertet. Also ich kann die jetzt schon ein bisschen aufwerten. Hier auch, denke ich mal, auf plus 5 machen. Ich könnte den jetzt ja auch schon entwickeln. Allerdings hebe ich mir das auf. Ich werde sie zwar ein bisschen weiter farmen. Denn mit dem nächsten Update hieß es ja, dass die limitiert sind. Da müsste ich mal schauen. Und dass natürlich das Level hochgeht. Also dass ich sie auch weiter auf Level 70 pushen kann, ohne dass ich sie hochhaue. Aber allerdings möchte ich schauen,
Nur die Unterschiede, also ich habe ja noch so paar 3 Sterne, die ich hochhauen kann, dann wenn das Update drin ist, also auf 60 zumindest, und kann mir dann die Werte einfach mal anschauen. Das werden wir dann auch im Video dann näher erläutern, aber nur um dann einfach zu schauen, wie die Werte hier skalieren werden. Also wir haben hier natürlich ein bisschen weniger. Ich habe vorher geguckt, Lightning Road und den Genie hatten ungefähr dieselben Werte. So auf plus 5 haben wir natürlich hier schon gewiss mehr Attack und HP und Death. Na, Death nicht so viel, aber auf jeden Fall HP und Attack ist bei Lightning Road auf plus 5 schon ein bisschen höher. Also gut, Attack ist sogar ein Tick höher. Und dann schauen wir auf jeden Fall demnächst, wenn wir die anderen 3 Sterne mal nach und nach jetzt hochziehen, wie krass das tatsächlich skaliert, wenn man die gerade hochhaut. Ich habe nur die gerade die ganze Zeit in meinem Hinterkopf gehabt, auch im letzten Video, als ich das so stark kritisiert habe. Aber ich habe vergessen natürlich, dass man die immer erst auf plus 5 hauen muss. Und dass das natürlich auch einiges am Bonus geben wird auf die ganzen Stats. Und dass das eigentlich das ausmachen wird. Also die ganzen Net 5s, klar, die werden auch so nutzbar. Also wenn wir mal kurz gucken. Mit jedem Level kriegen wir natürlich hier auch noch Werte hinzu. Und das war eigentlich so der Knackpunkt, den ich halt kritisiert habe. Und wenn wir Ember jetzt zum Beispiel auf Level 70 nachher hauen, denke ich mal, kommen wir hier locker auf die 2240 Attack, sodass wir prozentual Runen benutzen können und sie halt überall nutzbar wird. So, ihr, ne, das war halt mein Standpunkt, den ich halt letztes Mal vertreten wollte, der halt nicht so gut rüberkam, beziehungsweise ich halt wohl nicht ganz genau erklärt habe, aber ist ja auch egal. So, was ich noch mitbekommen habe, ist, dass ich halt eh nach und nach einige hochklären kann. Gut, Spyro jetzt nicht, die muss ich aktiv farmen, aber Gilgron zum Beispiel haben jetzt 808 Stücke, nie gefarmt, noch nie angefasst. Und den könnte ich ja zum Beispiel hochhauen. Auf Level 6, also 6 Sterne machen und sogar erwecken. Also ich glaube, ich habe tatsächlich so viele, dass wir den auf 6 Sterne machen können und direkt erwecken können. Zwar nicht 6 Sterne plus 5, aber 6 Sterne und erwecken. Das ist auf jeden Fall drin. Und bei Eruptor zum Beispiel, Eruptor hätte ich auch aktiv farmen müssen, um überhaupt so viel zu bekommen. Aber ich glaube, da hatten wir bei der Beschwörung einfach Glück gehabt. Und das sind einfach so Skies, die ich demnächst noch anfassen werde, die ich hochziehen werde. Und ich denke mal, das ist halt auch der Grund, warum die Sachen limitiert werden. Und dann auch erneuert werden. Da steht ja, dass dann im Dungeon erneuert wird. Ich kann mal kurz reingehen hier. Sagen wir, wir sind hier bei 5. Normal kann man halt hier Crusher farmen. Und wenn man das abgefarmt hat und das am nächsten Tag erneuert wird, kann das sein, zumindest habe ich das jetzt so verstanden, dass wir statt Crusher dann zum Beispiel, keine Ahnung, Jetpack oder so, also Light Jetpack zum Beispiel drin ist, was Quatsch ist, weil Light Jetpack kann man ja hier beim Boss farmen. Also, ne, war jetzt nur ein Beispiel. Also, dass hier Lightning Road dann halt verschwindet und dann zum Beispiel Spyro reinkommt. Also, das ist halt rotiert die ganze Zeit. Das war so, was ich jetzt verstanden habe, aber okay. So, Monatsrückblick ist natürlich, wir haben Halle des Chaos dazu bekommen. Eigentlich ist gar nicht so viel passiert in dem Monat. Muss ich mal kurz überlegen, was haben wir so als Update reinbekommen? Eigentlich nicht viel, ne? Wir haben halt die Talente dazu bekommen, wir haben halt das Chaos dazu bekommen, das war im selben Update. Ansonsten ist da gar nicht so viel passiert im letzten Monat. Ansonsten eigentlich nur Account, aber das wisst ihr ja, was jetzt bei mir alles passiert ist. Und jetzt wollen wir mal kurz schauen. Ach genau, Tough Luck und Snapshot, die ziehe ich jetzt nebenbei ein bisschen hoch. Da hatte ich jetzt auch immer genug Stücke. Auch nie gefarmt. Andere haben sich die ja auch zusammengefarmt, also Tough Luck und Snapshot haben sie sich gefarmt. Habe ich mir nie gefarmt, natürlich werde ich sie mir auch weiter nicht farmen. Erwecken, das dauert ein bisschen, also bei Snapshot hat gerade mal gereicht, dass ich die auf 6 Sterne machen kann. Bei Tough Luck habe ich nur noch ein bisschen, aber da werde ich jetzt auch einfach durch die Wunschsteinbeschwörung, gerade weil sie nur 1 Sterne sind, werde ich jetzt weiterhin die Stücke zusammenfarmen und werde sie dann demnächst auch erwecken. Also es wird dann halt, weiß nicht, im übernächsten Wochenrückblick oder so passieren. Schauen wir mal. Und bei dem Arena-Event, da können wir auch nochmal kurz reingehen. Da habe ich jetzt. Ach ja, hier, gleich mal direkt sagen: Eine Jagd nach Seelenstein müsst ihr. Ach, gehen wir mal kurz rein. Da müsst ihr 20 Mal Halle des Chaos machen, hier unten. Und 100 Mal Abenteuer absolvieren. Ich glaube, das habe ich auch schon locker schon fertig. Wenn ihr es halt gemacht habt, bekommt ihr noch ein paar Teile. Also Ramshell habe ich schon auf plus 5, ist naja, nicht so geil. Boomer, okay, dann kann ich ihn endlich auf plus 5 machen. Roarant, okay, kann ich auch dann noch upgraden. Und Flashwing, Flashwing ist halt ein. Das ist auch zum Beispiel auch 3 Sterne Monster, das kann man gar nicht farmen. Ne? Dass zum Beispiel dann statt Crusher zum Beispiel reinkommt, dass dann Flashwing zum Beispiel reinkommt. Das, so habe ich das zum Beispiel verstanden. Nur mal kurz darauf zurückzukommen. Aber ja, wenn ihr das dann halt gemacht habt, kriegt ihr nach dem 3. Mai
dann die ganzen Seelensteine hier noch. Wir kommen kurz hoch wieder. Ne, so Hauptmenü. Bonuszeit-Event. Schön drauf achten. Da habe ich zum Beispiel, ich dachte ja, also zumindest hatte ich es gesagt, dass ich so lange auf das Update warte und nur so lange Runen farme. Allerdings war jetzt hier am 27. und 28., also das Wochenende, war jetzt den ganzen Tag mehr Gold und ein Energie weniger. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit den Genie und Lightning Road weiter gefarmt und natürlich gut an Gold noch kassiert. Und jetzt die nächsten Tage haben wir auch nochmal, also heute haben wir noch zusätzliches Gold, da können wir heute Abend noch ein bisschen farmen, zwischen 20 und 21 Uhr. Am 30., also morgen, ist wieder ein Energie weniger, dann wird es auch wieder Abenteuer gefarmt. Und am 1. Mai, was ich ein bisschen kacke finde, dass es nur reduziert ist, also die 2 Stunden. Also ja, ist ein Feiertag, deswegen sind es 2 Stunden und nicht nur eine Stunde, wie am 29. April hier. Aber das hätte man auch den ganzen Tag machen können, so wie am 27. und 28. April, ne? Also denkt dran, 1. Mai, Feiertag, Läden haben zu, geht morgen einkaufen. So. So viel dazu, das waren die Bonuszeit-Events. Jetzt gehen wir mal kurz wieder zurück. Was ich eigentlich zeigen wollte, so, Arena-Freundschaftskampf, gehen wir kurz rein. Wir hatten ja die Smaller Dungeons gefarmt und ich hatte mir jetzt auch, ihr seht, habe ich nur noch 80 Punkte, die ganzen Enigma-Seelensteine geholt. Und ich glaube, es sind nur noch 2 Tage, mal geh hoch hier, 2 Tage, 6 Stunden, ja, also 2 Tage kann ich noch farmen. Also noch 80 Punkte zusammenbekommen. Heute habe ich natürlich auch schon alles gefarmt. Und mit den 160 bin ich mir noch gar nicht sicher, was ich mir holen werde. Ich denke, das wird dann eher Sprocket oder Fiesta werden. Die ganzen 3 Sterne, die werde ich mir nicht holen. Warum auch? Ich meine, die kriege ich auch so. Airstrike. Ne, werde ich mir wahrscheinlich nicht holen. Diveclops. Ist schwierig, ja, aber ich tendiere eher zu Sprocket und Fiesta. Wohl eher zu Fiesta, weil er ist ein guter Supporter. Ich glaube, ich werde mir ihn da holen. Und was mich sehr stark wundert, wenn wir kurz runtergehen. Wenn wir hier mal Stand der Umfrage anschauen, es ist immer, die ganze Zeit schon gewesen, Stand der Umfrage heute. Ne, aber die ganzen Tage, ich habe wirklich die ganze Zeit immer nachgeguckt, es ist Stealth Elf, Kaboom, Spitfire. Die ganze Zeit gewesen, es hat sich nichts geändert, kein bisschen. Nicht mal die Reihenfolge oder so, also dass man Kaboom erster ist oder Spitfire erster ist, nein, es ist immer Stealth Elf, Kaboom, Spitfire. Also ich denke, da verarscht uns Come to Us gut. Es ist auch krass, dass wir hier die 100.000 erreicht haben. Ich dachte nicht, dass wir hier die 100.000 erreichen, aber okay, okay. Und hier unten, ja, ich hoffe, dass meine 3, also Kaboom, Stealth Elf hatte ich hier ausgewählt, ne? Hier, Stealth Elf, Kaboom, sind der erste, zweiter, heute, statt Umfrage heute, aber war ja die ganze Zeit jetzt, über die ganzen Tage. Und ich hatte Ramshell jetzt mit ausgewählt, ich hoffe, der ist in den Top 10 drin. Aber da bekommen wir auch nochmal wieder 800 Juwelen und die Premium-Ticket kriegt jeder, weil wir die 100.000 jetzt hier geknackt haben. Geil. Richtig, richtig geil. So, das war's dann auch schon wieder fast. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Morgen übrigens wieder Wunderturm. Freuen wir uns natürlich auch wieder drauf. Können wir auch wieder ein paar Seelensteine, Skillsteine dann wieder abfarmen, wo ich dann erstmal 2 in Dings reinhaue, habe ich ja gerade gesagt. Hier werde ich erstmal 2 reinhauen, damit wir hier mehr Explosionen haben. Und dann wird bei Smaller Dash eventuell noch wieder was reingeknackt. Na, schauen wir mal. So, das war's soweit. Dann gehen wir jetzt hier in die Beschwörung rein, machen erstmal die normalen Tickets wieder auf und dann haben wir 2 Premium-Tickets. Vielleicht haben wir Glück, aber ich denke mal, da wird heute nichts Tolles rauskommen. So, hier, Flink Kong. Habe ich auch schon wieder fast genau. Dann könnte ich auch locker schon 6 Sterne machen. Shadow Spiral, auch gut, den farmen wir auch jeden Tag. Haben wir auch genug. Also, da kann, also Shadow Spiral kriegt man ja beim Boss. Also, ich kann demnächst noch einige hochhauen. Also ich komme irgendwie nicht dazu, gerade Runen zu fahren, weil ich einfach alle Skyliner hochhauen kann. So, Ignitor, Gilgrunt, ja, hatten wir gerade, ne? Gilgrunt kann ich definitiv halt hochhauen. So, ups, jetzt wollte ich unten gerade raufklicken, aber das waren die 3 Tickets da. Jetzt kommen die Premium-Tickets. Schauen wir mal. So, Bugshot, ja, okay, dann, okay. Supershot, Seth, nice. Also die haben wir auch schon auf 6 Sterne, die würde ich auch gerne demnächst mal erwecken wollen, aber da fehlt uns so viel und es wird auch ewig dauern, denke ich. The Bugshot hätte ich gerne ein bisschen mehr, den habe ich jetzt erst auf plus 1, glaube ich. Oder habe ich den schon auf plus 2? Bin mir gar nicht sicher. Müssen wir gleich mal schauen. So, zweites Ticket ist jetzt nicht so geil, ne? Wieder Super Shot CFF, nice. Freeze Blight. Oh, Blast und noch mehr. Nice, noch mehr. Oh, aber das ist auf jeden Fall ordentlich.
233, also nicht mal mehr. Warte mal, kurz hochrechnen, 10 Tage. Wenn ich es richtig anstelle, wirklich richtig anstelle mit Extreme Dungeon, nur Blaster zum Beispiel, kassieren. Genau, da hatte ich auch einige kassiert. Ja, das kommt langsam zusammen. Kann ich sogar nächste Woche schon Blaster erwecken. Mal schauen, vielleicht können wir nächste Woche schon B10 ausprobieren. Beast Dungeon, schauen wir mal. Aber ja, gut. Also das freut mich mit Blaston. Ansonsten waren die Packs jetzt nicht so hervorragend. Ja, gut. Dann war es das auch schon. Wie gesagt, demnächst werde ich jetzt hier meine ganzen Gildenstatuen jetzt hochhauen. Events hatte ich jetzt gezeigt. Ich glaube, ich hatte alles jetzt, ne, fertig. Ansonsten, Leute, nehmt immer nicht alles so ernst, was ich sage. Ich bin auch nur ein Mensch, mache auch gerne Fehler. Und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.